Haus hat Räume, die Wohnung hat Räume, aber auch Gärten haben Räume. Zimmer, Gartenzimmer. Wie solche Gartenzimmer aussehen, das will ich Ihnen heute zeigen. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Wir sind in einer Gartenwohnung und zwar südlich von Baden in Soos im südlichen Niederösterreich. Ein Garten mit einem Wohnzimmer, einem Badezimmer, ja sogar einem Schlafzimmer. Das alles will ich Ihnen heute zeigen und das sind unsere weiteren Themen. Im phänologischen Kalender sind wir im Vollfrühling. Wir geben Tipps, was im Garten zu tun ist. In Blobergers Garten auf der Gartentullen heißt es kräftig zupacken. Wir bepflanzen das Hochbeet mit Starkzehrern. Und Uschi fängt den Duft und die Würze des Thymians in ihren Kräuterwürfeln ein. Die Gartenräume des Johannes Schawerder. Servus Johannes. Hallo. Sind wir da jetzt quasi im Esszimmer? Nein, im Sommerwohnzimmer, in einem der zwei zumindest, die es gibt. Es ist ja wirklich fantastisch hier bei dir im Garten. Wie hat denn das eigentlich bei dir insgesamt begonnen? Du bist ja eigentlich Biologe. Nicht wirklich, weil ich habe das rechtzeitig abgebrochen, kurz vorm Fertigwerden. Und bin dann über diverse Umwege Gartengestalter geworden. Und wie der Garten begonnen hat, ist im Grunde eine lange Geschichte. Ursprünglich war das ein Weingarten da hinten. Der hat da hinter dieser ersten Mauer begonnen. Dann gab es da mal einen Gemüsebau. Da sind so alle möglichen Sachen entstanden, die alle nicht mehr da sind. Diverse Reste haben wir einfach benutzt, um daraus wieder neue Gestaltungselemente zu machen. Und es gab niemals einen Plan. Wirklich nie? Nein. Jetzt bist du Gartengestalter, da heißt es immer, ja, man braucht unbedingt einen Plan. Ja, wir machen oft Pläne, aber für den Garten haben wir niemals irgendeinen Plan gemacht. Es ist wirklich so Stück für Stück entstanden, angepasst an Bedürfnisse, die sich verändert haben, an Ideen, die heute gekommen sind. Das hätten wir noch gern oder dieses hätten wir gern. Und die Arbeitsleistung, wenn man nicht immer gleich Zeit hat. Ja. Genau, Zeit ist sowieso relativ wenig. Ja. Und okay, so gibt es jetzt heute halt einmal den relativ intensiver gestalteten Garten rund ums Haus mit vielen Pflanzen. Dann diese alten Schuppen dort, die früher eine ganz andere Funktion gehabt haben. Jetzt haben wir schon gehört, du bist Biologe mit abgebrochenem Studium, Gartengestalter. Was hat der Garten eigentlich für dich für Bedeutung? Es ist einfach wunderschön, im Garten zu sein. Es ist ein erweiterter Wohnraum. Wenn man das gern tut, dann ist es ja einfach wirklich Freude. Die angefangen von den Jahreszeiten, dass man jeden Tag schauen geht im Frühling, welche Pflanzen jetzt schon wieder blüht oder wo irgendwas kommt. Das ist einfach schön. Und das Zweite ist einfach der Spaß oder die Freude an Gestaltung. Ja. Und das kann ja wirklich sehr viel sein in einem Garten, weil ein Garten muss ja nicht einfach nur ein Viereck mit einer Kirschlorbe hecken und einem Fertigrosen und drei Bambus sein. Das kann man ja wirklich mit Leben füllen. Und das ist dann schön. Spannend, so ein Garten. Zunächst aber schauen wir in den Gartenkalender auf die Gartentullen. Was ist denn jetzt im Garten zu tun? Eine der schönsten Jahreszeiten im Garten hat nun begonnen. Auch die Gartentullen lädt nun ein, den Frühling zu genießen. Im phänologischen Kalender sind wir im Vollfrühling. Der Flieder blüht, es ist wirklich herrlich draußen im Garten. Und trotzdem gibt es ein bisschen was zu tun. Der Lavendel und der Rosmarin beginnen wieder zu wachsen. Jetzt ist die beste Zeit für den Rückschnitt. Dahlien und Gladiolen werden jetzt gepflanzt. Höhere Stauden sollte man jetzt schon stützen und auf Schnecken achten, vor allem nach diesem milden Winter. Garten ist Genuss und zum Genuss, da gehört das selbstgezogene Gemüse dazu. Bei unserem Hochbeet haben wir zuletzt die Schwachzehrer gepflanzt, diesmal kommen die Starkzehrer dran und die brauchen auch einen besonders guten Boden. Sie wissen ja, 2015 ist das Jahr des Bodens. Und wir schauen uns ein bisschen so die Böden an, die es gibt. Das zum Beispiel ist einer der schlechtesten Böden, denn es gibt nämlich einen toniger Boden. Schwerer Boden, schwer verdichtet. Wenn er feucht ist, dann kann man ihn fast
wie einen Kitt kneten. Er speichert zwar zunächst das Wasser, aber wenn er mal ausgetrocknet ist, dann nimmt er ganz, ganz schwer wieder Wasser auf. Was kann man tun, um diese Böden zu verbessern? Sand einarbeiten und natürlich Kompost. Nicht zu viel, aber langfristig wird damit der Boden besser. Gründüngung ist auch hervorragend bei solchen Böden. Zum Beispiel Ölrettich, der hat dicke Talwurzeln, die weit in den Boden hineinreichen. Oder auch die Bitterlupine, die kann man anpflanzen und die sorgt auch für einen besseren Boden. Wir pflanzen aber heute unsere Starkzehrer und zur Familie der Starkzehrer gehören die Kohlgewächse. Da haben wir zum Beispiel die Kohlsprossel, den Kaffeeol, den Brokkoli und Blau- und Weißkraut. All diese Pflanzen brauchen sehr, sehr viele Nährstoffe und daher kommt vor den Pflanzen Dünger in die Erde, nämlich ein organischer Dünger, Hornspäne. Streuen wir auf und arbeiten wir dann ein bisschen ein. Kohlgewächse brauchen sehr, sehr viel Platz und sie brauchen sehr, sehr lange, bis sie fertig sind. Also fangen wir an zum Beispiel Kohlsprossen. Da setzen wir 2, 3 Kohlsprossen, nicht mehr, an den Rand. Ein bisschen die Hornspäne einarbeiten. Kohlsprossen sind die letzten Heimkehrer am Beet. Die werden erst richtig bekömmlich, wenn dann im November, Dezember wirklich kalte Nächte sind. Dann wird nämlich aus der Stärke Zucker und dann sind sie richtig geschmackig. So, dann setzen wir einen Kaffeeol. Der ist besonders groß und besonders viel Platz braucht er. Setzen wir wirklich nur 2 Stück. Es geht um den Gusto und es geht ums Probieren, ums Kennenlernen. Dann kommt der Brokkoli. Beim Brokkoli kann man schon relativ früh eine erste Ernte abschneiden. Und nachdem man die erste Blüte entfernt hat, kommen kleine Blüten seitlich. Dann kann man noch einmal ernten. Eine Reihe. Auch wieder Hornspäne einarbeiten. Und dann kommt noch das Blaukraut und das Weißkraut. Auch hier sehr, sehr viel Platz geben, weil die Krautköpfe doch sehr groß werden. Also maximal 2 haben hier Platz. Etwa 20 bis 25 cm im Abstand. Kohlgewächse werden immer vom Kohlweißling befallen und daher sollte man vorsorgen. Am besten zum Beispiel mit so einem Vlies, das gibt man zu Beginn zu den Pflanzen. Später dann ein Gemüseschutznetz, weil oft auch noch im September, Oktober letzte Kohlweißlingraupen auftauchen. Was man noch machen kann, als Zwischenfrucht stark duftende Kräuter sehen. Ich habe zum Beispiel hier ein Bohnenkraut, das duftet sehr stark und irritiert den Kohlweißling. Und das sehen wir dazwischen an und es schaut erstens ganz nett aus, bedeckt den Boden und sorgt dafür, dass wenig Kohlweißlinge auftauchen. Was ganz wichtig ist, neben dem kräftigen Angießen, man sollte später dann wöchentlich einmal mit Brennnesseljauche oder mit einem Biodünger die Pflanzen versorgen. Sie brauchen wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe. So, Vlies drüber. Und fertig ist unser Starkzehrerbeet. Und da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dann das erste Mal die Ernte in die Küche holen. Jetzt ist übrigens auch die Zeit, noch vorzusorgen, nämlich vorzusehen. Im Blumentopf. Gurken zum Beispiel. Und das funktioniert auf eine ganz einfache Art und Weise. Entweder man nimmt solche Kokospresstöpfe, die es jetzt endlich auch für uns Naturgärtner gibt, weil früher hat es nur Torfquelltöpfe gegeben. Oder wir nehmen diese kleinen Kokostabs und die muss man mit Wasser auffüllen und dann quellen sie auf. Und dann setzt man da hinein die Gurken und das geht relativ rasch. Ja, die wachsen schon, ein bisschen eintauchen. Und da werden jetzt dann die Gurken einzeln hineingesät. Gurken brauchen zu Beginn wie alle Samen
ganz eine nährstoffarme Erde und da drückt man den Samen hinein, einzeln oder maximal zwei Stück. Und die fangen dann sehr rasch zu keimen an, brauchen einen warmen Platz auf der Fensterbank. Da wird dann noch zum Schutz so ein Plastikhaberl drüber gegeben. Und da stellt man auf die Fensterbank und dann keimen die. Und dann werden sie nach den Eisheiligen ausgepflanzt. Gurken sind köstlich und was wirklich Geschmackiges. Die Aussaaterde kann man natürlich auch selbst zubereiten. Und zwar nimmt man ein Drittel Komposterde, ein Drittel Sand und ein Drittel Gartenerde. Also eine ganz nährstoffarme Mischung, die füllt man dann in diese Kokospresstöpfe und da drinnen wachsen die Gurken hervorragend und wurzeln sofort durch. Also keine Probleme mit dem Weiterwachsen draußen dann im Beet. Und jetzt von mir noch ein paar Veranstaltungstipps für Hobbygärtner. Vom 8. bis zum 10.5. finden die traditionellen Freisinger Gartentage statt. Das Thema: Willkommen Italien. 10. Mai ist Muttertag, auch auf der Gartentulln. Für die Mamas gibt es kleine Überraschungen. Und am 9. und 10.5. heißt es Wachsen lassen bei Ebermeier in Hartberg. Du hast uns schon erzählt, für diesen Garten gab es keinen gezeichneten Plan. Du wolltest die Strukturen nutzen, die vorhanden sind. Wo sind wir denn da jetzt gerade? Was war denn da? Hier stand einstens ein Glashaus für Gemüsejungpflanzen. Und die rote Mauer ist das erhöhte Fundament von diesem Glashaus. Das ist das Einzige, was davon noch geblieben ist. Der Rest ist weg. Und da waren Waschbecken für Gemüse. Und die Farben dazu, die sind natürlich von großer Bedeutung. Also das war die erste Mauer, die es da gab, in Beton und mit Farbe. War ursprünglich ein bisschen anders, aber auch in diesem mediterranen Rot. Diese zwei Wasserbecken auf kräftige Farben. Kräftige Farben, ja, das ist sozusagen, obwohl wir dort nie waren, Zitat an mexikanische Architektur, Barragán, bunte, kräftig angemalte kubische Häuser. Die Mauer da hinten ist dann später entstanden, um den Teich rundherum. Die Farbe stammt aus Marokko, ganz Marrakesch hat ungefähr die Farbe, weil uns das einfach sehr gut gefallen hat. Du hast da hinten ein Schlafzimmer, jetzt haben wir einen von diesen Wohnräumen. Schlaft du wirklich raus? Nutzt du das wirklich? Also jetzt noch nicht, aber sobald sagen wir mal 15 Grad in der Nacht hat, dann natürlich. Es ist ja wirklich alles sehr mediterran da in der Thermenregion. Wenn man zum Beispiel die Wolfsmilch anschaut, ich habe die Bäume bei mir im Garten versucht, hat nie überlebt. Bei dir problemlos offenbar. Naja, sie steht da eigentlich unter Dach und kriegt so gut wie nie einen Regen. Und das ist das Um und Auf, dass die im Winter keine Nässe hat. Der Frost scheint es nicht zu sein, weil die steht da jetzt, glaube ich, schon seit 15 Jahren ungefähr. Ehrlich. Und hat nie einen Schaden erlitten. Und mittlerweile sieht es sie aus. Ja, also es kommen überall die Kleinen dazu. Ja. Ist herrlich. Ja. Ich sage immer, wenn die Pflanzen zum Gärtner werden. Genau. So kann man eigentlich sagen. Da hinten zum Beispiel, es hat einen fürchterlichen deutschen Namen, stinkende Nieswurz. Ich weiß, so sage ich nie zu ihr, weil sie ist wunderschön. Ja. Vor allem um diese Jahreszeit. Und was mir so gut dran gefällt, ist, die hat ja an und für sich keine Blütenfarbe. Sie hat natürlich eine Farbe, aber es sind nur Grüntöne, der dunkle und der helle. Ja, und die verschiedenen Blattfarben und Grüntöne im Garten von ganz hellgrün, gelbgrün bis dunkelgrün sind sehr wichtig, weil es kann nicht immer was blühen. Und da macht gerade diese Schneerose um diese Zeit einen besonders schönen Aspekt mit diesem frischen, hellen. Aber eine Pflanze, die zum Beispiel in der Mauer wunderbar wächst, das ist der Thymian. Der duftet herrlich. Den gibt es Orangenaroma mit Zitronenaroma und ein ganz herbes Aroma. Die Uschi fängt diese Düfte ein.
dass sich das beliebte mediterrane Küchengewürz zum Konservieren eignet, als Heilmittel, ja sogar als Zauberpflanze, das haben die Menschen schon vor mehr als 1000 Jahren gewusst. Heute geht es um den Thymian. Eine kleine Auswahl der verschiedenen Arten steht vor mir in dem Körbchen. Der ganz gewöhnliche, wobei gewöhnlich ist untertrieben, das Küchengewürz Thymian, dann einer mit einer zitronigen Note, der Zitronenthymian, oder mit einer Orangennote, und das ist der Gwendel. Thymian, vom griechischen Wort Thymos, bedeutet Mut und Stärke. Und ich finde, das ist so eine schöne Geschichte. Früher haben die Damen ihren Rittern, wenn sie in den Krieg gezogen sind, also Kreuzzüge waren es damals, ein Sträußchen Thymian mitgegeben als Symbol für Mut und Kraft, damit sie ein bisschen beschützt sind. Die reiche Ernte, die wird natürlich sofort verarbeitet. Ich mochte es gern, dass ich Thymian mit Olivenöl zum Beispiel für ein Würzöl ansetze. So nach 2-3 Wochen wird das dann abgeseiht. Oder aber auch verwende ich den Thymian sehr gerne für Würzwürfel. Und die sind so toll, weil man es so vielfältig anwenden kann. Zum Beispiel Thymian in ein bisschen einer Kakaobutter ausgezogen, ist ein ganz toller Badezusatz. Ohne irgendwas dazu, nehme ich dann den Würfel, gib dann in ein bisschen heißes Meer, Salz, Wasser, und dann ist es eine ganz wohltuende Inhalation. Und je nachdem, welche Gewürze man verwenden will für entsprechend unterschiedliche Gerichte, kann das dann ein Thymianwürfel sein fürs Lamm, für Schwein, für Grillkotelett oder in meinem Fall, ich zeige Ihnen heute den Würzwürfel für Fisch aus dem Rohr. Da brauche ich einmal frischen Thymian, der ist gerebelt und von dem holzigen Teilchen entfernt, gebe ich gleich einmal in den Mörser hinein. Auch da bin ich nicht so hakelig mit den Mengenangaben, so wie es Ihnen gefällt, was Sie eben für eine Note vorbringen wollen. Wichtig dazu, passt auch wirklich gut, ist schon vielfach erprobt, entweder Zitronenmelisse gehackt oder Zitronenbasilikum. Gebe ich jetzt auch da ein bisschen was dazu. Eine besondere Note, Lavendelblüten, frisch, können aber auch getrocknet sein, nur eine kleine Menge, Teelöffel hätte ich gesagt. Ganz super ist Orangenzest von einer Bio-Orange, auch die kann man getrocknet kaufen. Frisch ist natürlich super. So. Knoblauch unbedingt, 1 bis 2 Zehen, je nachdem, ein bisschen Salz. Wer mag, auch Pfeffer und Öl. Sagen wir jetzt 2 bis 3 Esslöffel, sieht man, wie die Konsistenz wird. Ich bevorzuge nämlich, aus diesen Zutaten ein Pesto zu rühren. Ganz einfach deshalb, weil ein Pesto bringt die Geschmacksstoffe wirklich ganz hervorragend zur Geltung. Wenn man die Zeit nicht hat, wird es schon auch genügen, alle Zutaten klein zu hacken. Aber das Pesto, das bringt schon was. So, ordentlich zerquetschen und verrühren. So. Und damit ist es aber auch schon getan. Und jetzt muss man nichts anderes tun, als wie diese Masse in Eiswürfelbehälter zu füllen. Schön runterdrucken, dass da jedes Platzerl ausgefüllt ist. Ja, ein bisschen eine Botzerei ist, aber das gehört dazu, das macht gar nichts. So, weiter brauche ich noch das nicht sagen, das können Sie sich vorstellen. Außerdem, da habe ich schon fertige. Und wenn dann bei mir wieder mal Fisch aus dem Rohr auf dem Speiseplan steht, dann kommt ein Würfel in den Fisch hinein und ein zweites Würfel gebe ich dann gern auf das Gemüse, das ich mit dem Fisch gare, dazu. Und ich sage Ihnen, praktisch, einfach und einfach köstlich. Wir sind jetzt quasi im Badezimmer gelandet, am Teich. Wo nimmst du eigentlich die Inspirationen her für die Gartengestaltung? Das ist natürlich ziemlich vielfältig. Das ist einerseits das, was an Spaß und Freude macht an der Gestaltung. Das ist in meinem Fall zum Beispiel sehr gern mit viel Stein. Ja. Was sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat, auch mit den Farben.
Das sind natürlich alle möglichen Dinge, die man irgendwo in England oder in Marokko oder wo auch immer sieht, die einem gut gefallen und beeindrucken, die man dann halt versucht, in irgendeinem Teil da zu verwirklichen oder mit einzubauen. Aber auch so ein herrlicher Mandelbaum, wie da steht, ist in vielen Gegenden Österreichs halt nicht so schön überreicht. Er ist meistens ganz klein. Ja, im Weinbauklima funktioniert das gut. Ja, das sieht man zwar leider nicht sehr oft, aber doch hin und wieder auch bei uns in der Gegend. Wie alt ist der ungefähr? 30 Jahre circa. Zu einem Haus gehören nicht nur Räume, sondern auch Fenster. Der Ausblick ist natürlich auch herrlich bei dir. Naja, das ist ein Glück, das hat man nicht selbstverständlich. Ja, in der Regel hat man rundherum eine Hecke und den nächsten Nachbarn. Und da ist Landschaftsschutzgebiet unverbaubar unter den jetzigen Verhältnissen zumindest. Ja. Und der Garten geht einfach so über in die Weingärten und in die Landschaft. Der Wald ist ganz nah. Wann würdest du eigentlich einen Garten als gelungen bezeichnen? Ein Garten muss, wenn er gelungen ist, benutzt und belebt werden. Und das ist eigentlich das Um und Auf, dass man ihn mit den unterschiedlichsten Dingen füllt, die halt den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen. Dann ist es schwer zu sagen, was ist gelungen, weil das ist natürlich dann auch sehr ist eine Geschmacksfrage, klarerweise. Individuell. Ja. Individuell, ja. Aber ohne, dass ein Garten wirklich genutzt wird und belebt wird, würde ich mal sagen, ist er nicht besonders gelungen. Dann ist er einfach Abstandsgrün oder eine Fläche, die man halt rund ums Haus notgedrungen dazu hat. Begleitgrün, wie es manche sagen. Die Tipps, die sind ja das Um und Auf für die gute, gelungene Gartengestaltung. Viele Informationen finden Sie bei uns auf der Homepage, alle Pflanzen, die wir vorstellen und natürlich auch das Rezept von Uschi. Im Internet, da können Sie auch gewinnen, und zwar schöne Preise, Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen. Die Frage der Woche lautet diesmal: Welchen Boden braucht der Thymian, um besonders gut zu wachsen und besonders viel Aroma zu entwickeln? Wann immer eine Gartenfrage auftaucht, wir sind für Sie da am Natur im Garten Telefon von Montag bis Freitag. Und da gab es, nachdem wir in einer der letzten Sendungen unseren wunderschönen Frühlingsblumentopf hergezeigt haben, eine Frage: Was mache ich mit den Zwiebelblumen im Sommer? Zunächst einmal gießen und düngen, mit organischem Dünger versorgen, so lange, bis alle Blätter eingezogen sind. Dann die Zwiebel rausholen, trocken lagern und im Herbst im Garten wieder pflanzen. Für den Topf immer neue Zwiebeln verwenden. Aus meiner Bibliothek habe ich ein Buch mitgebracht und das passt hervorragend zu dieser Sendung. Individuelles Gartendesign, Inspirationen für alle Sinne. Antje Krause hat das Buch geschrieben und sie schreibt ganz treffend: Es gibt keinen Garten zweimal auf der Welt, jede Anlage ist anders. Sie stellt viele Gartenprojekte vor, gibt viele Ideen und zeigt, wie individuell ein Garten gestaltet werden kann. Das Buch ist im Verlag Busse Seewald erschienen. Da gibt es ja die Weisheit, die sagt, ein Buch ist wie ein Garten, den man aufschlagen kann. Wenn man das Buch anschaut, ein Garten mit einem Badezimmer, einem Wohnzimmer, habe ich gesagt Schlafzimmer. Dort fange ich nochmal an. Ruhe! Vor allem mag ich aber seine schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung. Und ich gehöre halt leider zu den Leuten. Nein. Verfahren. Das ist eh wurscht, das ist eh ganz egal. Das sagen eh alle falsch immer.